Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Mittwochnacht, freie Themennacht, ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer, kostenfreie Nummer für euch, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Toni und Toni ist 45 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Toni. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Toni, um was geht's denn? Ja, also ich wollte mal einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich bin seit 20 Jahren im rotlichen Milieu tätig. Mhm. Was machst du seit 20 Jahren dort? Ja gut, wahrscheinlich würde die Öffentlichkeit sagen, das ist ein Zuhälter, ja, der mehrere Clubs gehabt hat, auf die teilweise 25 oder 30 Mädchen gehört haben. Ja. Ja. In Bezug aber auf die Person, die da, auf dieses junge Mädchen, was von 18 Jahren, was da Montag angerufen hat, die jetzt mehrere Läden oder Clubs leiten würde. Mhm. Dazu sollte man dann aber doch sagen, dass sowas vor 15, 20 Jahren undenkbar gewesen ist. Das ist sowas in einer Großstadt, das was gar nicht möglich gewesen wäre. Ja. Reden wir erstmal noch über dich, Toni. Du sagst, du warst 20 Jahre im Rotlichtmilieu tätig, du hast Clubs gehabt, du hast als Zuhälter gearbeitet. Reden wir in der Vergangenheit, ist das vorbei im Moment? Zum Teil, ja. Also man merkt normale Damen, also normale Personen, normale Mädchen in diesem, also wie gesagt, nach 20 Jahren hat man komplett in einer anderen Welt gelebt. Ja. Und was heißt das, man hat komplett in einer anderen Welt gelebt? Man hat nur dieses Umfeld von diesen Leuten oder diesen Damen. Und man merkt dann nach einer gewissen Zeit, dass die normalen Menschen, also die normalen Menschen nehmen an, dass das eine andere Schiene ist. Eine andere Schiene ist. Ja. Erklär mir das mal ein bisschen näher. Warum ist es in der normalen Welt, du nennst es normale Welt, so komplett anders als in der Welt des Rotlichtmilieus? Was ist anders? Du, ich habe schon einige normale Mädchen auf irgendwelchen Festen mal kennengelernt. Natürlich, das geht dann natürlich reihum. Also das ist der und der und das spricht sich dann mal schnell rum. Und erst sind die Mädchen dann wunderbar interessant und das ist alles wunderbar schön. Und dann plötzlich, wenn sie dann mehr über jemanden hören, um Gottes Willen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Also wenn die Mädchen etwas hören von jemandem wie dir oder was? Von den normalen solchen Mädchen. Ja. Ja, wenn die dann hören, der macht diese Art von Geschäften oder diese Art von Arbeit, damit kommen sie nicht klar, ne? Aha. Die normalen Mädchen, Okay, aber ich verstehe es trotzdem immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht trotzdem, was du sagst. Warum hast du, wie du es gerade formuliert hast, so quasi den Kontakt zur normalen Welt verloren, indem du 20 Jahre im Rotlichtmilieu gearbeitet hast? Also sagen wir mal den Kontakt, um vielleicht, wie gesagt, die letzten Jahre nach vielen Ärger, den man noch hat, ne, wenn man so lange da drin ist, der natürlich auch nicht ausbleibt, versucht man dann auch mal irgendwie vielleicht mal eine normale Beziehung zu normalen, versucht man immer die andere Welt kennenzulernen, ja. Und das gelingt dir nicht? Das gelingt deshalb nicht, weil die Leute, wenn die hören, da ist ein Typ, der ist 20 Jahre im Rotlichtmilieu tätig, dann machen die gleich dicht. Genau. So. Nun ist natürlich auch der Beruf des Zuhälters nicht gerade der angesehenste. Oder die Tätigkeit. Früher war das mal anders, aber heute hat man irgendwie, wahrscheinlich bin ich schon zu alt. Und wie hast du denn deine Mädels behandelt in all den Jahren? Eigentlich immer fair und korrekt. Ne? Ja. Also Zuhälter, was heißt das? Zuhälter heißt, dass die Mädels dir die Kohle hinlegen müssen? Also unter der Schiene Zuhälter, so wird natürlich im Großen, also ein Mensch, der mehrere Clubs hat oder vielleicht auch in einem Bordell arbeitet als Wirtschafter oder Aufpasser, für die normale Öffentlichkeit oder für, wenn man sagt, man arbeitet in so einem Etablissement, für die normale Öffentlichkeit oder für die normale Leute ist man natürlich in dem Sinne Zuhälter. Der Begriff ist natürlich... Okay, aber dennoch hast du gerade gesagt, dass du gestattest mir den saloppen Begriff, du hast viele Mädels am Laufen gehabt. Ja,
So. Wie war das denn da? Was heißt das eigentlich dann? Dann, wenn die Mädels pro Kunde beispielsweise 100 Euro kriegen, wie viel mussten die Mädels dir dann abdrücken? Ja, üblich war immer so Hälfte, Hälfte. Ne? Hälfte, Hälfte. Und warum eigentlich? Ja, das ist in der normalen Basis das so gang und gäbe gewesen, ja. Ja, das ist heute anders. Heute arbeiten die Mädels ja teilweise auf eigene... Das ist anders und heute, wie gesagt, und heute... Aber warum war das denn früher so? Warum mussten die Mädels 50 abgeben? Früher war das so, selbst die Polizei, da war das einfach so in den Großstädten. Da war man auch noch gut angesehen. Okay, aber was war die Gegenleistung? Ich wollte das auch immer werden und immer machen. Ne? Okay, was war denn die Gegenleistung, dass ihr den Mädels dann die Hälfte des Lohns abgenommen habt? Teilweise sind die Mädels selber angekommen und es war gar nicht möglich, in großen Bordellen, in großen Städten oder irgendwo ohne so einen Typ wie mich zu arbeiten. Achso, das heißt, du hast dann auch die Frauen beschützt und denen das organisiert, wie sie arbeiten, wo sie arbeiten und so weiter. Ganz genau. Mhm. Jetzt höre ich so aus deiner Stimme, Toni, wie du sprichst, dass du irgendwie die Faxen dicke hast. Stimmt das? Ja, gut erkannt. Ja. Also würdest du sagen, dass diese... Knast gehört dazu. Ne? Du warst im Knast. Wenn man sich eigentlich auch wohlfühlt, da drin rollt man einem auch irgendwo den Teppich aus, selbst die Schließer. Man ist eben sehr bekannt. Also du warst im Knast? Ja. Ja. Warum? Weswegen was? Was haben wir dann vorgeworfen? Zuhälterei. Zuhälterei? Ja. Berechtigterweise dann ja auch. Steuerhinterziehung. Ja. Sollte man knapp eine Million bezahlen. Ne? Ja. Wie war es mit Drogengeschichten? Drogen? Ja, das gehörte so dazu. Also wenn du starke Psyche, das gehörte so mit dazu. Das gehörte mit zum guten Ton. Ne? Hast du mit Drogen auch Geld gemacht und gehandelt? Nein, niemals. Du hast sie konsumiert? Klar. Ja. Alle Art von Drogen? Kokain? Nein. Natürlich nur Kokain. Kokain. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ich das so... mir anhöre, 20 Jahre, mehrere Clubs gehabt und so weiter, musst du doch eigentlich ein steinreicher Kerl sein, oder? Ich bin Stehaufmännchen, hat man wieder alles weggenommen, dann fängt man wieder von vorne an, dann hat man wieder irgendwelche Strohmänner, die auf deren Namen irgendwas läuft, ne? Das heißt, ist noch keine Antwort auf meine Frage. Bist du ein steinreicher Mann? Nein. Aber du kommst gut über die Runden? Ja, man... Nein, du zier dich nicht. Ist er. Man, also gut, in den vielen Jahren weiß man natürlich auch ungefähr, wo es geht. Man kennt immer irgendwelche Lücken und Tricks. Ja. Also du hast Kohle? Es hätte mehr sein können. Gut, aber ich habe viel verloren. Okay, aber du bist auch gerade kein... Ich habe Häuser und Autos verloren. Ne? Aber du bist auch gerade kein armer Mann. Sagen wir mal so, ich muss nicht zum Sozialamt gehen und Hartz IV beantragen. Ist doch schon mal eine Aussage. Ja. In diesen vielen Jahren hast du eine Beziehung gehabt oder warst du mal verheiratet? Ständig. Und wenn mir gerade Lust und Laune danach war, dann nehme ich mir eben das, was ich brauche. Das sind natürlich alles so Vorstellungen, wo einem so der Magen sich rumdreht. Ja. Da ist ein Typ, der hat so und so viele Mädels am Laufen. Ja, ich habe immer Fair Play gesprochen. Ich habe also Mädels, die mit mir zusammen waren und hinter mir hergelaufen sind und das eben auch diesen Luxus teilweise genießen wollen. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich bin so und so. Und wenn ich Bock habe, eine andere zu nehmen, dann mache ich das. Die einen oder anderen zierten sich dann so ein bisschen. Aber so, jetzt im Nachhinein betrachtet. Würdest du, wenn du jetzt ganz streng mit dir selbst urteilst, sozusagen, also mit meinem heutigen Wissen, so würde ich Frauen nicht nochmal behandeln? Das ist eine gute Frage. Ich habe die Frauen im Grunde genommen so, wie sie behandelt werden wollten. Man kann in dem Geschäft ja kein Priester sein und so und uns alle bekehren. Ich wollte das ja immer machen. Ne? Ja. Und, also du wirst ja nichts, du siehst das nicht kritisch und wirfst ja auch nichts vor. Ich muss ja nun auch leben. Ich kann ja nur nicht zu 10 Mädchen sagen, wenn ich meine Kosten habe und anders organisiere. Nein, ist schon klar. Dann kann ich zu den Mädchen sagen, hört mal, arbeitet hier alles schön umsonst, Friede, Freude, Eier. Ist schon klar, Toni. Ist mir alles klar. Ich habe nur so ein Problem mit diesem sogenannten Geschäftsmodell, dass da ein Kerl ist, der 30, 40 Frauen für sich arbeiten lässt und 50% nimmt. Das waren die Spitzenzeiten. Nein, dann waren es auch mal wieder 5. Ja, ist ja egal. Ist ja völlig wurscht. So, hast du auch mal in all diesen Jahren für dich so das große Gefühl der Liebe erlebt? Das habe ich dann auch schon mal, ja. Ja, klingt aber auch nicht so leidenschaftlich, ja. Wie lebst du denn heute? Bist du heute solo und Single? Ja, also manchmal sitze ich abends so vor meinem Fernseher, ja. Nebenan sind vielleicht noch 2, 3 Mädels, aber trotzdem sage ich mir, ich kann die alle nicht mehr sehen. Mhm. Ne?
Nebenan, das heißt, das sind immer noch welche, die für dich arbeiten? Ja. Wie viel hast du denn im Moment noch, die für dich arbeiten? Drei. Das ist ja rechtlich auch nicht in Ordnung, ne? Oder? Doch, das ist alles angemeldet. Das hast du angemeldet, ja. Bist du mit deinem Leben sehr unzufrieden? Ja, jetzt kommt man langsam so auf den Trichter, man wird etwas älter. Und soll man das dann auch noch machen, wenn man 60 ist? Vor allem die Jüngeren, die wachsen nach, und in dem Geschäft ist es auch relativ, das ist ein gewalttätiges Geschäft mitunter, ne? Gibt es denn Überlegungen bei dir, dass du sagst, ich höre ganz auf, ich steige ganz aus? Ja. Was würdest du dann machen? Du bist 45 jetzt? Ich habe mal einen Beruf gelernt. Ich habe mal in größeren Firmen gearbeitet, bevor ich da mal gelernt. Also du könntest dich schon beschäftigen irgendwie? Ja, das könnte ich, ja. Ist da ich so bin keiner, der sich in der Ecke setzt und ich bin keiner, der sich in der Ecke setzt und sagt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ist denn so auch so eine Sehnsucht bei dir da, dass du vielleicht doch nochmal eine Beziehung findest, vielleicht auch mit einer Frau außerhalb des Milieus? Ja, eventuell ja, so mit dem Gedanken spiele ich. Ne? Aber dann kommen wir genau an den Punkt, den du am Anfang beschrieben hast, dass in dem Moment, was du erzählst, woher du kommst, was du machst, dass die meisten Frauen dann erstmal auf Abstand gehen. Ja, irgendwann fragen sie ja nochmal, was hast du gemacht? So, ich fährst ein tolles Auto, woher kommt denn das Geld? Was machst du meistens? Sage ich dann immer, ich bin Kaufmann. Ne? Aber also, irgendwo kann man das denn ja doch nicht mehr verbergen. Ne? Was sind so deine Planungen für die nächsten, sagen wir mal, die nächsten 2-3 Jahre? Ausstieg wäre sicherlich nicht schlecht. Ganz aussteigen kann man nicht. Natürlich hat man noch viele Freunde. Ne? Ja, aber so wie du klingst, also klingst du wirklich... Auch immer wieder ein bisschen mitmotivieren und dann in verschiedenen Sparten auch irgendwas machen und sagen, Alter, komm her. Dennoch, Toni, dennoch, wie du klingst und wie du mir so die Sachen erzählst, klingst du wirklich wie ein Mann, der es über hat. Der alles andere als irgendwie zufrieden ist mit seiner Arbeit, mit seiner Vergangenheit. Und du bist ja ein Typ von... Ich war mal zufrieden. Okay, aber das ist vorbei. Okay, ja, klar. Ich meine, eigentlich ist das ja ein idealer Zeitpunkt, jetzt mit Anfang, Mitte 40 zu sagen, ich mache jetzt einen Cut und fange doch mal ein ganz neues und ein ganz anderes Leben an. Geht das nochmal mit 45? Ja, klar, sicher. Na, höre mal. Na, sicher geht das. Ja, klar geht das. Toni, meine Zeit läuft davon. Aber ich habe mich gefreut, dass wir beide haben reden können. Und ich hoffe, dass du irgendwie den Dreh kriegst für dein Leben. Wäre sicher eine gute Sache für dich. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Oder mailt ganz einfach domain@wdr.de. Sebastian ist, stopp, wo ist er? Hier ist er, 29. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Sebastian, grüße dich. Um was geht's bei dir? Ja, mein Problem, was heißt Problem? Jetzt langsam doch ein bisschen peinlich, aber ich erzähle es einfach mal. Und zwar habe ich einen Fetisch. Ich stehe auf extrem dicke Frauen. Was heißt denn extrem dick? Wie dick? So ab 130, 40 Kilo aufwärts. Ist schon eine ganz schöne Nummer dann. Das ist schon ein heftiger Brocken, ne? Ja. Man dann doch sagt. Das ist so, also... Ich sage halt Fetisch, ich habe das jetzt ungefähr ein Jahr. Ach so, so neu ist das? Ja, das ist noch nicht. Ich habe das mal irgendwann gesehen im Fernsehen und fand das dann doch mal recht interessant. Und es ist. Was hatte ich denn da, als du das gesehen hast, da müssen doch irgendwelche Zündungen in dir abgelaufen sein. Was hat dich denn da so angemacht? Die Fülle von den Frauen. Diese Fülle also ist verbunden mit einer sexuellen Verbindung, mit einer sexuellen Vorstellung. Ja, genau, richtig. Und mittlerweile war es dann so oder lief es dann so ab, da habe ich mich im Internet schlau gemacht und da gibt es ja auch alle möglichen Forums und Chats gibt es da auch für, wo man dann halt chatten kann. Und ich treffe mich mit Frauen aus dem Internet. Ja. Für Sex. Bitte? Für Sex. Nein, Sex läuft da gar nicht, sondern ich onaniere vor den Frauen. Ach. Das heißt, ja. Das ist ja abgefahren. Ja. Also das sind ganz dicke Frauen,
Ja, mit denen triffst du dich und dann sitzt du vor diesen dicken Frauen. Sind die Frauen dann nackt? Ja, pass auf, also man trifft sich und Face-Sitting, sagt dir was? Ja, erklär's mal. Das heißt, die Frauen setzen sich teilweise, also es ist nicht bei jedem Treffen, mit dem nackten Hintern auf meinem Gesicht. Mhm. Und es ist halt so ein Gefühl, erdrückt zu werden. Mhm. Aber es gibt, es kommt nicht zum klassischen Geschlechtsverkehr. Nein, dazu kommt es nicht. Warum nicht? Bitte? Warum nicht? Weil ich, sage ich mal, das dann schon nicht mehr will. Das heißt, mir langt oder mir gibt diese sexuelle Befriedigung, dieses Ansehen von den Frauen schon so viel. Verstehe. Ich möchte es praktisch gar nicht. Also ich möchte nur diesen reinen, dieses Ergötzen, sage ich mal, ja, an den Frauen. Ja. Aber das stelle ich mir für die Frauen ein bisschen frustrierend vor. Machen die das denn immer? Nein, ist es nicht. Also es gibt ja, wie gesagt, extra im Internet dafür Forums und den Frauen, denen macht das, so wie ich das jetzt schon so mitbekommen habe, Spaß, dass sie einen anderen mit ihrer Körperfülle befriedigen können. Verstehe. Das heißt, das ist wirklich dann ein Deal vorher. Die wissen genau, auf was sie sich einlassen. Richtig, genau. Und genau. Dann macht jeder halt das so mit, wie es vereinbart wurde. Richtig. Und das ist auch ohne finanzielle Interessen, also da läuft nichts finanziell. Erzähl mir doch mal, damit ich mir ein Bild von dir machen kann, wie groß und wie schwer du bist. Also ich bin so circa 1,98 groß und wiege so 120 Kilo. Oh ja, aber auch ein ganz schöner Oschi. Ja gut, das ist, dadurch, dass ich so groß bin, fällt das halt nicht so auf. Also macht es nicht so. Ich habe zwar ein bisschen Bauch, aber ja. Und dazu muss ich auch noch sagen, es ist nicht nur dieses Face-Sitting, also dieses mit dem nackten Arsch. Ja, ich habe schon verstanden, ja. Sondern mich turnt's auch an, wenn die Frauen essen. Wenn die vor mir essen. Das klingt jetzt alles ein bisschen, das ist mir jetzt auch ein bisschen doch peinlich, aber... Es ist ein bisschen bizarr. Du sitzt, ja, ich stelle mir gleich diese köstliche Situation vor, du sitzt da vor der Frau, bist vielleicht nackig oder so, und die Frau isst Fritten mit Mayo. Und während die Frau Fritten mit Mayo isst und vielleicht eine lecker Liter Cola dabei trinkt, macht dich das scharf. Ja, das macht mich richtig scharf. Das ist ja schon sehr schräg. Und dabei muss ich auch dazu sagen, die Frauen, die sind wirklich also sehr, sehr kräftig. Das geht also ab 130, 40 Kilo aufwärts. So hast du es gerade gesagt, ja. Das geht auch 210, 220 Kilo. Ja. Hatte ich auch schon gehabt. Wie alt dürfen diese Frauen denn sein oder dürfen die sein? Sollten die sein? Also bis 50 sowas, 50, 55. Das kommt natürlich immer aufs Aussehen drauf an, weil diese Fülle, die Körperfülle, die erregt mich unwahrscheinlich. Also interessant finde ich ja bei dir, wenn du sagst, dass du es vor einem Jahr erst entdeckt hast, das so war. Das bedeutet, dass du vorher, bevor du das entdeckt hast, auf ganz normalen Sex, auf ganz normale Frauen gestanden hast. Naja, sagen wir es mal so, ich stand schon immer auf fühligere Frauen. Es war jetzt aber noch nie so weit, dass ich mir da irgendwas hätte ausmalen können. Das Ganze wurde praktisch ich habe das mal im Fernsehen gesehen, durch einen Bericht, da wurde das, als das gezeigt wurde, dass sich auch andere Männer daran erregen, da hat es bei mir Klick gemacht. Ja. Ich gehe davon aus, dass... Und es ist auch so, dass das, was ich auch noch toll finde, ist der Schweißgeruch. Also wenn die Frauen, nun ist es ja so, wenn man ein bisschen kräftiger ist, dann kommt man halt schneller ins Schwitzen. Okay, du ersparst uns jetzt mal die Details. Wir erahnen schon, in welche Richtung das geht. Ja. Du hast keine Freundin im Moment, gehe ich mal von aus. Nein, habe ich nicht, nee. Würdest du dich gerne in eine sehr füllige Frau auch verlieben? Ginge das? Das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Also das wäre dann ideal, wenn du mit einer sehr, sehr korpulenten Dame zusammen wärst. Also da könntest du dir vorstellen, dass das sowohl körperlich, sexuell sehr attraktiv für dich ist, aber auch das Herz auch mitspielt. Ja, doch, also das könnte ich mir schon vorstellen. Und ich meine, diese sexuelle Absicht, also das ist vorher auch abgeklärt und die Frauen wissen das auch und im Endeffekt sitze ich dann halt da und onaniere vor den Frauen. So, das habe ich jetzt genauso verstanden und ich gehe auch davon aus, dass das in beiderseitigem Interesse stattfindet. Natürlich. Ich finde immer bei solchen Fetischsachen, Sebastian, ich finde, es gibt immer einen Aspekt, den man, wenn man selbst so etwas praktiziert, nicht aus den Augen verlieren darf. Alle Schweinereien, solange man niemandem schadet, okay.
Ja, aber, nee, das steht auch an mir an erster Stelle. Ja, ja, ich meine aber nicht nur, dass es nicht jemand anderem, das darf nicht jemand anderem schaden, aber es darf letztendlich auch dir nicht schaden. Deswegen fragte ich das gerade mit, ob du dich auch verlieben kannst in so eine Frau. Wenn man das eine Weile so praktiziert, okay. Man kann sich natürlich auch sehr isolieren durch einen Fetisch, dass man hinterher nur noch so einen ganz verrückten, bizarren Sex leben kann und dadurch beziehungs- oder liebesunfähig wird. Ja gut, dadurch, dass das bei mir, das ging ja relativ schnell, sag ich mal, innerhalb von einem Jahr, aber ich kann das schon ganz gut trennen. Also ich brauche das auch nicht immer. Also es ist nicht so, dass ich jede Minute jetzt vorm Internet sitze und da neue Treffen klar mache. Verstehe. Aber wenn das zu einem Treffen kommt, dann genieße ich das natürlich. Und die Frauen wohlbemerkt auch. Also den Frauen scheint natürlich, das haben wir da jetzt auch irgendwie was abzugehen dabei. Ja, also, da denke ich mir mal. Erzählst du das zu deinen Freunden, Kumpels? Ja, es wissen ein paar Leute. Ja. Wissen das, wie reagieren die Leute darauf? Naja, die lachen zwar drüber, die können es dann auch nicht so richtig glauben, aber die sagen im Endeffekt dann doch, tu, was du für richtig hast. Ist dein Ding. Und das ist mein Ding, genau. Ja, und dazu stehe ich und deswegen erzähle ich das auch, weil ich habe jetzt schon so einiges so mitgekriegt bei dir und dann denke ich mir, naja, warum soll ich das nicht auch erzählen? Ja, und auch die Leute sollten sich dazu auch vielleicht mal mehr outen, weil ich denke mir, dieser Fetisch ist halt schon sehr, das hört man auch nicht jeden Tag, ja. Ja, wobei ich dir aber recht geben muss, ich habe das auch schon einige Mal im Fernsehen gesehen, dass es da schon so eine gewisse Community gibt, die ist vielleicht nicht so riesengroß, aber die gibt es von beiderseitig interessierten Menschen, sowohl von Frauen als auch dann von Männern. Ich denke mir, das ist von den Frauen selber her nicht, weil sie keinen abkriegen, jetzt sage ich mal. Für, ich meine, gut, die kräftigen Leute, die haben es halt etwas schwieriger. Mhm. Das ist halt heutzutage so, aber ich finde, es geht einfach nichts über eine gut gefühlte Frau, wenn dann so ein süßes Pummelchen da vor dir sitzt und das ist schon toll, ja. Also das muss man mal gesehen haben. Das geht natürlich jetzt runter wie Butter bei den Frauen, die ein bisschen dicker sind. Das hast du gerade gesagt. Das ist toll. Ich meine, wenn die dann noch vor allem essen und so, das erregt mich unwahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch viel mehr Leute gibt, sonst wird es ja so Forum so nicht geben. Bestimmt, bestimmt. Ja, also Sebastian, interessant, was du mir erzählt hast. Aber dennoch würde ich dir wünschen, das wäre wahrscheinlich das Beste überhaupt, wenn du dich demnächst mal in so eine süße, etwas dickere Frau mal volle Kanne verlieben könntest. Ja, die darf auch ruhig schon mehr wiegen. Ja, also das habe ich schon verstanden. Kilo wiegt, das soll mir nur recht sein. Ja, also Sebastian, danke. Alles dafür machen, ne? Danke für den Anruf, alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss. Ja, mach's gut, Domian, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, ihr habt es vielleicht gemerkt, dass wir in der ARD eine Themenwoche diese Woche haben. Die ARD-Themenwoche zum demografischen Wandel heißt das, mehr Zeit zu leben. Und zu dieser Themenwoche wollen wir morgen hier auch unser Thema veranstalten. Und unser Thema heißt konkret Angst vorm Altwerden. Und ich möchte euch, die Jüngeren, sehr gerne fragen, habt ihr Angst vorm Altwerden? Habt ihr Erfahrungen mit älteren Leuten? Habt ihr vielleicht einen älteren Angehörigen schon pflegen müssen oder pflegt ihn zurzeit? Vielleicht wohnt ihr sogar in einer so eine Art Wohngemeinschaft, wo auch ältere Leute mit euch zusammen wohnen. Und frage an die Älteren, wie empfindet ihr das Altsein? Was ist der Vorteil, älter zu sein? Wir hatten hier vor einiger Zeit, schon eine Weile her, mal das Thema durchgeknallte Alte. Das war gar nicht despektierlich gemeint, sondern sehr freundlich gemeint. Und da hatte ich auch mit vielen älteren Leuten gesprochen, die für ihr Alter völlig schräge Sachen gemacht haben. Mit solchen älteren Menschen würde ich gerne morgen auch sprechen, aber eben auch sehr gerne mit den Jüngeren und ihre Meinung über das Altwerden. Und die Frage, habt ihr Angst vorm Altwerden? Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt wie immer die ganze Nacht und rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de, oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr schon an und um 1 sind wir dann natürlich hier auch im Radio und Fernsehen und während der Sendung könnt ihr auch anrufen. So, heute wie immer eine freie Themennacht und es geht jetzt weiter mit der Anuschka. Anuschka ist 31. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Anuschka. Anuschka. Ich bin noch so von gestern übrig geblieben. Und zwar geht es bei mir ums Thema Glauben. Und zwar glaube ich an die Karten. Du glaubst an die Karten? Ja, und da lege ich mir selber Karten und ich lege auch anderen Menschen aus beruflichen Gründen die Karten. Ah, also eine Kartenleserin, Legerin. Genau. Ja, und du glaubst an die Karten. Ja. An was glaubt man denn da? Was? Also an das, was die Karten einem halt eben vorhersagen.
Wie kommt also das? Wie kommt das eigentlich, dass die was vorhersagen? Ja, das kann man eigentlich nicht erklären. Wer leitet das denn? Wie bitte? Wer leitet das denn? Dass da eine das Universum. Ach, das Universum. Ja, also es ist so, ich lege eben zum Beispiel jetzt auf einen Zahnarztbesuch oder wenn ich zur Hochzeit eingeladen bin oder ob jetzt eine Kundenverabredung eingehalten wird. Also guckst du mit den Karten in die Zukunft? Ja, genau. Und du berätst Leute, ob sie sich heute beispielsweise mit jemandem treffen sollten oder lieber nicht treffen, ob sie einen Vertrag unterschreiben sollten, ob sie nicht also unterschreiben. Also meistens ist es, also 90% ist halt so, dass die Leute wissen wollen, ob der Ex-Partner zurückkommt. Ja. Aber es sind halt auch finanzielle Fragen sehr häufig. Ja. Selbstständige Fragen, wie das geschäftlich. Will ich gleich mal bei dem Stichwort finanziell einhaken. Ja. Wie lange dauert so eine Sitzung mit dir? Also ich mache das sowohl telefonisch über eine sehr große Firma, den Namen sage ich jetzt nicht. Das ist ja nett von dir. Auch selbstständig bei mir in der Wohnung. Ja, und wie lange? Telefon ist das eben sehr teuer, das kostet 2 Euro die Minute und da dauert das im Schnitt 10 Minuten. Oh ja, das ist natürlich toll. Also da sagen die Leute nur kurz, guck doch mal nach, wie der Urlaub wird oder sowas. Ja. Warum? Ja. Und bei mir in der Wohnung so ungefähr 1,5 Stunden. Und was nimmst du für die 1,5 Stunden? 80 Euro, unabhängig davon, ob jemand jetzt eine halbe Stunde oder 2 Stunden braucht. Wann hast du das denn entdeckt für dich, dass du das offensichtlich kannst? Also das hatte mir mal eine Zigeunerin beigebracht. Da war ich im Krankenhaus und die lag neben mir und die hat mir die Karten gelegt und dann hat sie mir das so ein bisschen beigebracht. Und dann habe ich das erst im privaten Bekanntenkreis so gemacht, Familie, Freunde. Und dann hatte mir eine Frau gesagt gehabt, oh Mensch, ich war bei einer Kartenlegerin, die hat 150 D-Mark dafür genommen, die konnte das nicht besser als du, wieso nimmst du nicht auch Geld dafür? Und mir ist das eben auch in Nerven gegangen, es standen 10 Leute in der Woche vor der Tür, jeder hat gesagt, oh Anuschka, kannst du mal? Also du würdest sagen, das ist dir so eine, es ist eine Gabe. Ja. Ein Naturtalent. Ja. Ich bin ja immer, wenn ich sowas höre, mehr als skeptisch. Ich selbst war auch schon mal bei einer Kartenlegerin. Das war letztendlich eine einzige Witznummer, was die mir vorher gesagt hat. Es ist leider viel Verarscherei bei. Und weißt du, manchmal läuft ja, ich weiß gar nicht, ob es im Moment noch läuft, auf irgendwelchen seltsamen Kanälen laufen ja so Astro-Shows oder was das ist. Und da sitzen dann ja auch schon mal deine Kolleginnen. Ja. Und da finde ich so eine Verarsche der Leute. Ja, und vor allen Dingen, du musst es ja mal so sehen. In deinem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, Nachbarn, wenn Menschen sich trennen, also zu 90% kommen sie ja nicht wieder zusammen. So, und in diesen Fernsehsendungen wird zu 90% gesagt, ja, der Ex-Freund kommt zurück. Weil die Leute es gerne hören wollen. Ja, und das ist nicht nett. Ne? Und dann vergehen ein paar Monate und natürlich ist die Fernsehsendung vergessen und man kommt nie wieder an den Kartenleger heran. Nein, was ich auch immer so nervig finde und was mich provoziert, ist, dass diese Kartenleger immer so Allgemeinplätze sagen, die jeder sagen kann. Wenn man so ein bisschen psychologisches Feingehör hat, kann man das immer irgendwie sagen. Das sind alles so Plattitüden. Ja, habe ich auch selber erlebt. Du bist konkreter. Bei mir ist es so, dass keine Fragen gestellt werden. Ich lege erstmal ein ganzes Kartendeck und dann sage ich, zum Beispiel, oh, sie haben noch eine Schwester, ja. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass die Schwester mehr Richtung Mutter liegt und die Fragestellerin weiter weg. Und dann sage ich, oh, die Schwester und Mutter verstehen sich aber besser, als sie sich mit ihrer Mutter verstehen. Verstehen, verstanden haben. Und also so manche Sachen. Ich würde gerne, halt Anuschka, selber. Ich würde gerne ein Experiment mit dir machen. Bist du dazu bereit? Ja. Hast du deine Karten parat? Ja, ein ganzes Kartendeck dauert ein bisschen. Willst du lieber eine Frage stellen? Na, ich würde gerne irgendwie mal von dir etwas über mich hören, was so von dem, was nicht öffentlich bekannt ist und was du eigentlich nicht wissen kannst. Da muss ich ein ganzes Kartendeck auslegen. Das dauert lange jetzt. Oder willst du eine Frage stellen? Ja, also. Welche konkrete Frage könnte ich hier irgendwas aus der Familie, irgendeine Frage aus der Familie stellen? Ja. Kannst du etwas über meine Großeltern sagen? Ja. Sekunde.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Wie viele Karten musst du da hinlegen, bevor du was sagen kannst? Sieben. Bitte? Sieben Karten sind es. Sieben Karten, ja. Ja. Jetzt habe ich bei einer Person den Tod liegen. Mhm. Ich kann jetzt nicht konkret sagen, wer das ist. Es ist, glaube ich, eher der Mann. Mhm. Und bei der Frau liegt ein großes Geld. Mhm. Und bei dem Mann nicht von der Karte. Also ich würde sagen, dass das eigentlich ein sehr, sehr netter Mensch war, beziehungsweise ist. Sehr feinfühlig, freundlich, guter Umgangston. Weißt du jetzt, über welche Großeltern wir reden? Die mütterlichseits oder väterlichseits? Nein, weil da ja kein Name drin steht. Aha. Also die, an die du gedacht hattest, die dir mehr am Herzen liegen, ja? Die sind es jetzt. Ja. Noch was? Ja. Bitte? Also diese Frau, die bekommt eine Nachricht. Mhm. Und wie gesagt, ein großes Geld. Bei dem Mann liegt ein Abbruch. Er wird aufgegeben oder tot, also sehen die Todeskarte. Mhm. Und was eben halt bei dem Mann wirklich so auffällt, ist, was ich eben schon gesagt habe, so eine ganz nette und liebe Art von feiner Mensch. Okay. So, das wäre jetzt schon so ein Versuch gewesen, wo ich mich wieder bestätigt fühle. Beide Großeltern sind im Jahr 1995 ums Leben gekommen. 45. Ja. Also die Großmutter lebt gemeinsam? Auch nicht mehr. Gemeinsam? Ja. Nicht. Durch den Krieg, im Krieg. Ach so. Mhm. Also Fehlschuss. Ja. Deinerseits. Würde ich so nicht behaupten. Ja, nun gut, also wenn man jemanden in meinem Alter, wenn man da über die Großeltern spricht, dass man da sagt, dass da vielleicht einer tot ist, liegt man wahrscheinlich in der Regel richtig. Ja. Wenn die jetzt gesagt hätte, beide sind tot, dann hätte es natürlich ganz richtig gelegen. Sodass ich schon dachte, gerade als ich das Beispiel nannte, na, das war vielleicht jetzt nicht so klug, weil das kann man eigentlich so schon improvisieren. Ja. Und war der nicht so wirklich ganz lieb und ganz nett da so? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn ja leider nie kennengelernt. Ach so. Aber das sagen ja die meisten Leute auch von seinen Großeltern. Ja. Von ihren Großeltern. Also der Tod war, wie gesagt, zwischen diesen beiden so. Ne? Mhm. Und vielleicht hatte sie auch mal eine große Geldsache irgendwie. Nein, gar nichts. Da war gar nichts zu machen und zu haben. Dann ist sie jetzt okay. Im Himmel sehr reich. Ja, das ist auch ein schöner Ausspruch, wo man natürlich die Leute auch emotional gleich wieder ein bisschen packen kann. Ne? Ja. Anuscha, legst du dir selbst die Karten auch? Ja, alle Namen. Ja, das ist immer die übliche Frage, die klassische Frage an Leute, die sich mit so etwas beschäftigen. Wenn du meinst, etwas Schlimmes zu sehen, also schwerste Krankheit, Tod oder Unfall oder so, sagst du das? Das ist unterschiedlich. Also wenn mir jemand erzählt, der kommt gerade aus der Psychiatrie, und hat psychische Probleme und er wollte jetzt fragen nach finanziellen und ich sehe da irgendwie einen Tod oder irgendwie eine Krankheit, dann sage ich das nicht. Mhm. Aber wenn jemand vielleicht sagt, so, Opa ist so ein Krankenhaus und ich bin jetzt zu Ihnen gekommen, weil ich das was wissen wollte, dann sage ich es. Mhm. Verstehe. Mhm. Würdest du... Man ist ja geneigt, solche Tätigkeiten so in dem Bereich der Magie anzusiedeln. Gehst du so weit auch? Nein, da halte ich auch nichts von. Ich glaube schon, dass man Magie machen kann und dass es auch funktioniert. Ja. Aber da habe ich doch sehr viel Angst vor und ich denke, dass das negativ zurückkommt. Ich habe ja hier in dieser Sendung auch schon mit Hexen gesprochen. Ja. Die von sich selbst sagten, dass sie Hexen sind und aber alle sagten, dass sie der weißen Magie anhängen. Mhm. Und nee, das finde ich wiederum nicht so in Ordnung. Also so weiß ist das, glaube ich, nicht. Denn wenn ich eine Magie mache, dass mein Ex zurückkommt, er möchte es ja nicht, sonst wäre er da. Mhm. Dann ist es meiner Meinung nach nicht weiß, sondern eher grau. Du kannst aber mit deinen Karten nicht Kontakt zum Jenseits herstellen. Nein. Nein, das nicht. Da ist dann Schluss. Nein. Ja. Mhm. Machst du das so nebenher als Hobby oder lebst du davon? Nee, davon lebe ich. Davon lebst du sogar? Ich könnte nicht davon leben, dass so und so viele Leute zu mir kommen. Ja. Das ist halt
so bin ich aber diese Firma, die hat sehr viel Anrufe. Ja, das ist ja die Abzocke mit dem Anrufen, da habe ich ja ein ganz ungutes Gefühl. 2 Euro pro Minute, das ist ja Wahnsinn. Ja, also der Chef hat eben 60.000 Euro im Monat Werbungskosten. Mhm. Da rufen sehr viele Leute an und wenn ich da nicht arbeiten würde, dann könnte ich nicht leben. Mhm. Also und gut, also meiner Meinung nach sind 90% unserer Mitarbeiter sehr, sehr schlecht. Sagst du sogar? Ja. Das ist natürlich eine große Aussage. Wenn jemand, der selbst Karten legt, sagt, 90% all der Leute, die in der Öffentlichkeit auftreten, sei es im Fernsehen, an diesen Telefon. Oh, die sind nicht in der Öffentlichkeit. Meinen, die können sie vergessen. Ich war als Kollegin in der Wohnung und das war auch sehr, sehr schlecht. Das ist Lug und Trug, sagst du. Ja, harter Vorwurf. Ja. Anuschka, ich danke, dass du angerufen hast. Ja, das war sehr. Noch eine Sache ganz kurz. Bitte. Ich habe gerade gestern wieder bei dir gehört, dass mir das ist passiert und ich würde mich am liebsten umbringen und ich kann nicht mehr. Mhm. Und ich möchte ganz gerne aus meiner Sichtweise etwas dazu sagen. Ich glaube an die Wiedergeburt und ich glaube, dass man bestimmte Aufgaben im Leben hat und wenn man sich umbringt, dass man sich nicht dieser Aufgabe entziehen konnte, sondern dass man dieselbe Aufgabe im nächsten Leben wiederbekommt und dass man deswegen mit Selbstmord nichts erreicht. Okay, das ist jetzt so deine Auffassung und dein Glaube. Ja. Ne? Ich danke, dass du es gesagt hast. Okay. Und wünsche dir alles Gute. Okay. Auf Wiederhören. War doch mal interessant jetzt, ne, mit den Großeltern. Damals, als ich bei der Kartenlegerin war, da sagte sie mir, das ist schon irre lange her, hat auch ein Heidengeld gekostet, das war zu D-Mark-Zeiten, da war ich weiß es nicht, eine Dreiviertelstunde und musste da 150 Mark hinblättern. Und dann sagte die tolle Dame mir, ja, Herr Domian, ich sehe in den Karten, dass Sie in ungefähr einem Jahr heiraten werden. Es ist eine sehr wohlhabende Frau. Ich sehe in den Karten, dass Sie einen großen Umzug vor sich haben. Und ich sehe ein Auto, ein besonderes Auto. Nichts von all dem traf zu, aber das Geld war weg, die 150 Euro, nee, D-Mark waren weg. Und da war ich dann bedient mit diesem Thema. So, Wolfgang ist hier und Wolfgang ist 48, guten Morgen. Hallo Domian, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist, um was geht's, Wolfgang? Ich habe gerade mit Interesse den Beitrag verfolgt. Ja. Und ich habe da ein positives Erlebnis zum Kartenlegen. Ja, sehr gerne, erzähl. Ja, liegt ungefähr 15 Jahre zurück. Das ist ja lustig, was für ein Zufall. Ich erzähle das gerade und du kommst mit einem positiven Erlebnis. Ja, erzähl mal. Ja, so ist es. Ich war Filialleiter damals in einem Nähmaschinengeschäft. Mhm. Und da kamen immer mal wieder fliegende Händler mit irgendwelchem Zeug. Unter anderem eines Tages eine Zigeunerin, stiefelt in den Laden rein, stellt sich vor die Theke und fragt, darf ich dir die Karten legen? Einfach so, ohne dass einfach so. Tatsache, einfach so. So, und als Verkäufer, da geht es natürlich in erster Linie ums Geld, also frage ich die Dame, was kostet das? Klar, liegt ja auch nahe. Na ja, logisch. Und sie sagte dann, wenn du zufrieden bist, 20 Mark, ansonsten brauchst du nichts bezahlen. Mhm. Dann habe ich gesagt, das ist eine faire Geschichte, das machen wir. Aber wann ist man, was heißt das, wenn du zufrieden bist, was heißt das? Sie hat es mir freigestellt. Ja, okay. Und sie mischt die Karten, ich hebe ab, sie legt die Karten und sie sagt, okay, zuerst was über die Gesundheit und sagt, ah, du hast Probleme mit dem Kreuz. Und da hat sie recht, ich habe eine Wirbelsäuleverkrümmung von Geburt an, das nennt sich Scheuermann, das ist nichts Dramatisches, aber es war schon teilweise recht schmerzhaft früher. Also die Dame war mir wildfremd, das kann sie nicht wissen. Und dann sagt sie, außerdem hast du Probleme mit den Knien. Nach 3 Meniskusoperationen ist es ganz klar, dass man Probleme mit den Knien hat. Mhm. Und auch das konnte sie nicht wissen. Mhm. Ja, sowas würde mich auch mal eindrucken, das muss ich sagen. Ja, also das war absolut verblüffend. Also mit dem Rücken könnte man ja vielleicht denken, dass du irgendwie eine komische Haltung hattest, dass sie es daraus schließen konnte. Nee, als Verkäufer stehe ich ja sowieso aufrecht. Okay, und die Knie konnte sie eh nicht reingucken in die Knie. Ich saß. Also du saßt sogar, ach so. Und zwar hinter der Theke. Ja. Und eine Meniskusoperation, das ist nicht, du kannst ja nachher ganz normal laufen. Ja, ja. Du kannst halt nicht mehr squashen gehen oder so. Ja. Aber ansonsten beeinträchtigt das jetzt eigentlich im täglichen Leben nicht. Ja. Aber Tatsache macht es natürlich Probleme, ganz klar. Und dann weiter? Und dann sagt sie so noch was über die Familie. Sie mischt die Karten, ich hebe ab, sie legt und sagt, aha, wo ist denn dein Sohn? Mhm. Der ist nicht bei dir, gell?
Und Tatsache, mein Sohn lebte bei meiner geschiedenen Frau. Bist du sicher, dass die kluge Frau nicht irgendwie vorher irgendwelche Erkundigungen eingezogen hat über dich, um dich dann zu bluffen? Das wäre sehr dubios. Also, die kam vorher nie und kam nachher nie. Ach. Die ist in Böblingen die Bahnhofstraße von einem Geschäft ins andere gelaufen. Das, Was hat sie noch gesagt? Also, aber der absolute Kracher kommt eigentlich jetzt. Sie sagt, und ich frage sie natürlich, gibt's was über die finanziellen Geschichten? Mhm. Und sie mischt die Karte, ich hebe ab, sie legt und sagt, kommt viel Geld. Hört man gerne. Ja. Ja. Und da habe ich natürlich gedacht, aha, jetzt will sie ihre 20 Mark verdienen. Mhm. Und fragt, wie viel kommt denn? Sie sagt, sie sieht es nicht genau, aber mindestens 50.000 Mark. Wow. So, das klingt spannend. Wann? Und dann sagt sie, nächstes Jahr. Mhm. Und die war sehr engagiert und sehr freundlich und hat mich eigentlich überzeugt, ich habe ihr die 20 Mark gegeben. Und ungefähr ein Jahr später, da hat wirklich überhaupt keiner mehr dran gedacht und ich schon gleich gar nicht mehr, kriege ich 72.000 Mark vererbt von einer entfernten Tante, da hat wirklich kein Mensch damit gerechnet. Ja, das ist natürlich wild. Das ist schon schräg. Ja. Das finde ich auch schon schräg. Das würde mich als alter Skeptiker dann doch auch ins Grübeln stürzen. Ja. Ja. Ich will ja mal sagen, ich habe das gerade so lächerlich gemacht. Ich glaube, dass in diesem Bereich auch unfassbar viel Humbug und Blödsinn gemacht wird. Aber es gibt Menschen, die irgendwie einen anderen Draht zu anderen Dingen haben, die wir normal ticken, gar nicht nachvollziehen können. Ich glaube das schon. Ich glaube es schon. Ja, bestimmt. Also ich komme viel mit Griechen zusammen und die lesen ja gern aus dem Kaffeesatz. Mhm. Aber wenn fünf einen Kaffeesatz leset und ich stelle dann unabhängig voneinander dieselbe Frage und ich kriege drei verschiedene Antworten, dann weiß ich ganz genau, da probiert es halt einen oder macht halt irgendwas, aber... Weißt du, aber selbst wenn ich auf jemanden stoßen würde, den ich respektiere, von dem ich denken würde, der kann sowas, dann würde ich trotzdem immer zurückschrecken, weil ich will es gar nicht wissen, was in meiner Zukunft passiert. Ich will es gar nicht wissen. Warum soll ich es wissen? Ja, ich meine, der Punkt ist vielleicht der, wenn man das ernst nimmt, was einem da gesagt wird und man richtet sein Leben danach aus, dann wird es natürlich gefährlich. Da kann es sehr gefährlich werden. Ja. Ich glaube, das habe ich auch schon mal hier in der Sendung erzählt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund und Kollegen. Dem hat eine Zigeunerin irgendwo in Ex-Jugoslawien, ich weiß nicht, wo es war, irgendwo in fernen Ländern, prophezeit, dass er im Alter von 35 sterben wird. Oh, böse. Und der Freund ist jetzt, er befindet sich in seinem 35. Lebensjahr. Oh, wir haben da immer so ein bisschen drüber gelacht, aber irgendwie ist das ein seltsamer Beigeschmack. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat die Frau dem das gesagt? Selbst wenn sie das in ihren Karten sieht und in ihrem System das so stimmt, aber warum sagt sie es? Ja, schwierig zu beurteilen. Ich würde mal sagen, fehlen vielleicht ein paar IQs, weil das darfst du eigentlich einem anderen nicht sagen. Nee, weißt du, nur ist... Dieser Freund, ein sehr selbstbewusster und starker Kerl, dem macht das nicht so viel aus. Aber wenn du da auf eine labile Persönlichkeit stößt, glaube ich, kannst du ganz viel Übles anrichten bei einem Menschen mit solchen Aussagen. Der hat verloren, der hat Angst, wenn er aus dem Haus geht. Ja, genau, ganz genau. Das ist eine gefährliche Geschichte. Nee, also auf jeden Fall, bei dir war es sehr positiv alles. Ja, ich war völlig unvoreingenommen und habe eigentlich gedacht, okay, die hat jetzt wirklich so ausgesehen, als ob sie das Geld dringend braucht. Mhm. Und ich war eigentlich entschlossen, ich gebe ihr die 20. Ja. Die Frau hast du nie wieder gesehen? Nein. Wenn die Möglichkeit bestünde, diese Frau nochmal zu treffen, würdest du nochmal zu ihr hingehen? Natürlich, sofort. Weil du noch mehr erfahren möchtest und du vielleicht hoffst, nochmal 50.000 Euro zu kriegen oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich mir nochmal die Karten legen lassen würde. Ja. Ich meine, weil sie hat mich überzeugt. Sie hat drei Aussagen getroffen und alle drei waren hundertprozentig richtig. Mhm. Mich würde vielleicht interessieren, was sie heute macht, ob sie noch lebt. Die war vielleicht, ich schätze mal so um die 40. Mhm. Wie es ihr geht, ich würde vielleicht mit ihrem Kaffee trinken gehen. Also sie würde mich als Mensch interessieren. Mhm. Aber Karten legen... Ach so, das ist, finde ich auch einen interessanten Aspekt, sich einfach mit der Frau mal zu unterhalten. Auch über ihre Gabe zu unterhalten. Ja. Wie sie dazu gekommen ist, so wie ich gerade mit Anushka gesprochen habe. Und genau. Wie sie die Gabe sieht und so weiter. Ja. Viele, die das können, oder die sehen das ja auch als ein Geschenk von wem auch immer, dass sie so etwas können. Ja.
Ja, ja, natürlich. Der Punkt ist halt der, man muss es halt positiv einsetzen. Mhm. Und wenn ich so das Gespräch vorhin verfolgt habe, da gibt es natürlich mit Sicherheit eine ganze Menge, die glauben, sie könnten es oder möchten irgendwas Besonderes darstellen, legen deshalb Karten und im Prinzip ist nichts dahinter. Mhm. Aber in dem Fall, also das war echt extrem verblüffend, das muss man wirklich sagen. Glaube ich, ja. Na, tolle Geschichte. Ich danke dir für deinen Anruf, Wolfgang. Nicht zu danken, Tobias. Alles Gute, tschüss. Dir auch, tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis, ihr Lieben, auf morgen. Morgen auf in Anlehnung an die ARD-Themenwoche zum demografischen Wandel heißt unser Thema morgen Angst vorm Altwerden. Und ich frage euch, die Jüngeren, habt ihr Angst vorm Altwerden, vorm Älterwerden? Wie sind eure Erfahrungen mit älteren oder vielleicht wesentlich älteren Menschen? Habt ihr vielleicht schon mal oder seid aktuell sogar damit beschäftigt, einen älteren Menschen zu betreuen, zu pflegen? Frage auch an die Älteren, wie empfindet ihr das Altsein? Was sind die Vor- und Nachteile des Älterwerdens oder des Altseins? Darüber würde ich gerne morgen mit euch reden und vielleicht auch gerne mit dem einen oder anderen älteren Menschen, der ja so gar nicht alt eigentlich ist, sondern vielleicht mit 60, 70 oder gar 80 noch ganz verrückte Dinge macht, die man eigentlich nicht so macht mit in dem Alter, aber ihr macht das und ihr findet das gut und ihr fühlt euch wohl dabei. Also, das ist unser Thema morgen. Angst vorm Altwerden? Fragezeichen. Und ihr könnt rund um die Uhr mailen oder eben ab 0 Uhr hier bei uns anrufen und während der Sendung morgen natürlich auch. Herzlich willkommen, Christian. Christian ist 27. Guten Morgen. Ich habe keine Angst vorm Alterwerden. Ja, gute Frage. Du bist 27, du bist noch sehr jung. Keine Angst vorm Älterwerden. Nicht wirklich. Ist eigentlich gar nicht mein Thema, aber das passte gerade irgendwie. Ja, okay, na gut. Alles klar. Was ist dein Thema, Christian? Mein Thema ist, dass ich am nächsten Montag nach Spanien aufbreche, um den Jakobsweg zu gehen. Ach, das ist ja interessant. Auf den Spuren von Hape Kerkeling. Ja, in gewisser Weise, ja. Bist du durch ihn drauf gekommen? Nicht wirklich. Es hat mich zusätzlich motiviert, aber der eigentliche Auslöser war eine Begegnung vor 2 Jahren in Santiago de Compostela, wo ich mit einem sehr guten Freund und einer guten Freundin gewesen bin und ich in der Kathedrale eine, ja, ich muss sagen, wirklich sehr intensive Erfahrung mit Gott hatte. Mhm. Kannst du, ist es möglich, diese Erfahrung in Worten zu beschreiben? Ja, habe ich selten probiert. Ich versuche es mal. Es war unglaublich beeindruckend, in dieser Kathedrale zu sitzen und die Atmosphäre wahrzunehmen. Waren da mehrere Menschen? Na, es war nicht sonderlich voll, nee. Mhm. Ich habe jedenfalls gebetet und mir so ein paar Fragen gestellt und ich kriegte auf einmal Antwort und die Antwort war sehr, sehr intensiv. Was war die Hauptfrage, die du im Gebet gestellt hast, formuliert hast? Die Frage war, wie ich meinen Weg finden würde. Und wie war die Antwort? Die Antwort war ziemlich simpel, indem du deinen Weg gehst. Mhm. Wie hast du diese Antwort wahrgenommen? Als innere Stimme oder wie? Ja, zunächst mal als innere Stimme. Es kam noch hinzu, es war insgesamt eine ganz surreale Situation. Als wir aus Santiago zurückgefahren sind, war der Himmel war so dunkelrot erleuchtet und die Wolken war ganz, ganz, ganz eigentümlich und auf der Rückfahrt habe ich ziemlich über diese Begegnung, die ich auch so noch nie hatte in meinem Leben, über diese sehr spirituelle Begegnung habe ich nachgedacht. Und es ist natürlich auch sehr schwierig, über spirituelle Dinge zu sprechen, dieses in Sprache zu formen. Eigentlich geht das kaum. Deswegen bin ich auch sehr nervös. Ja, ich glaube das, verstehe ich auch. Diese Frage, wie wird mein Weg sein, über welchen Weg soll ich gehen, ne? So hattest du gerade gesagt. Ja, genau, ja. Gab es noch andere entscheidende Fragen, die dich zu diesem Zeitpunkt, als du in dieser Kirche saßt, beschäftigt haben? Nein, es war nur diese Frage. Indem du deinen Weg gehst, ist ja im ersten Moment ein Allgemeinplatz. Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich muss vielleicht hinzufügen, es war damals die Situation, dass ich auf die Endphase meines Studiums zusteuerte und inzwischen auch fertig bin, also gerade frisch fertig bin. Gratulation. Ja,
Was war das für ein Studium? Sozialwissenschaften habe ich gemacht. Mhm. Und ja, die Frage rückte auch immer näher, was kommt danach? Mhm. Insofern machte diese Aussage oder dieser Gedanke machte immer mehr Sinn. Mhm. Und indem du deinen Weg gehst, hat die Stimme dir gesagt, war dir denn dadurch dann auch klar, was für ein Weg das sein wird, den du gehen sollst? Ich habe das ziemlich schnell mit dem Jakobsweg in Verbindung gemacht. Ach so schnell kam das gleich. Ja, verstehe. Absolut. Verstehe. Auch noch vor Kerkeling, sondern... Mhm. Das heißt, bevor du in St. Jago warst du auch schon ein gläubiger Mensch? Ja, durchaus. Und ja. Das war denn noch quasi nochmal so ein Zusatz, dass du das da so erlebt hast? Ja, mhm. Ja, in der Tat. Jetzt wirst du, bist du ja wieder auf dem Weg nach St. Jago de Compostela. Das ist ja der Weg dorthin. Genau, Montag geht's los, ja. Ist es so geplant, dass du wirklich den kompletten Jakobsweg gehst? Na, ich starte vom Pamplona aus, also ich lasse die Pyrenäen hinter mir. Ach so, das ist ja schon mal einfach. Ja, einfacher. Ja, ein bisschen zumindest, aber es sind trotzdem noch 700 Kilometer und ja. Schon ein bisschen Respekt, den ich verspüre, aber ich habe den festen Willen und ich glaube, das zählt. Ich finde das ganz toll, was du machst. Ich finde das wirklich ganz toll. Wenn du 700 Kilometer gewandert bist, wird das mit dir etwas verändern, wird das etwas mit dir tun, bin ich ganz sicher. Ich bin sehr gespannt, ja. Du fährst jetzt wahrscheinlich alleine, gehe ich von aus, oder? Ja, ich will es mal so formulieren. Ich fahre alleine hin, ich fliege alleine hin, aber so wie ich mich kenne, werde ich schnell Leute kennenlernen. Ja, natürlich. Auf dem Weg, das ist ja auch in dem Buch von Habe Kerkeling zu lesen, dass man da immer wieder auf Leute trifft und auch Gespräche führt, vielleicht interessante Bekanntschaften macht. Ja, also ich bin sehr neugierig, ich bin sehr gespannt darauf. Mhm. Das ist eine große Erfahrung. Kannst du das für dich formulieren, was für eine Erwartung du an dieses Erlebnis, an diesen Weg, an diesen Gang, an diese Wanderung hast? Ich glaube, es ist einfach mal Ruhe und Zeit für sich selber zu haben. Mhm. Also ich hab's heute gemerkt, lange im Büro gewesen und noch vieles zu erledigen gehabt und auf der Autobahn schnell gefahren. Mhm. Ich will einfach mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen Ruhe haben, um über das nachzudenken, was ich so die letzten Jahre angestellt habe und was die nächsten Jahre bevorsteht. Ich glaube ja, dass man vielleicht gar nicht eine klassische Pilgerstrecke gehen muss, um zu dem Ziel zu kommen, was du gerade formuliert hast. Ich glaube, das kann man auch in ganz anderen Gegenden, wo gar nicht klassisch gepilgert wird, sondern indem man sich einfach so einen Weg zum Beispiel markiert und zeichnet und sich vornimmt, du gehst jetzt von da nach da. Ja, durchaus. Ja, das jeder seinen eigenen Weg finden. Ja, sehr interessant, Christian. Dann, also Montag geht's los, sagst du? Ja, so ist es, genau, ja. Der Rucksack ist schon gepackt. Ja. Die Füße sind ein bisschen trainiert, nicht, dass du dicke auch Füße kriegst und Blasen und so. Hast du denn einen Stock schon? Sogar zwei, ja. Das ist ja wichtig, ne? Das beim langen Wandern und Pilgern ist ein Stock wichtig. Ja, sollte sein, ja. Zum Vertreiben der Hunde und zum Abstützen, wenn man irgendwie kleine Berge oder Hügel geht. Ja, ich hoffe, es geht alles gut. Ja, das wünsche ich dir auch sehr, Christian. Und vielleicht wäre es möglich, dass wir nochmal miteinander telefonieren, wenn du wieder zurück bist. Ja, sehr gerne. Es hat mich übrigens gefreut, dass wir uns heute mal persönlich haben kennenlernen können bei deiner Lesung. Ach, du warst heute in Hagen. So ist es, genau. Ah, ja, das freut mich dann auch. Gut, ich glaube, dann würden wir es so machen, dass meine Redaktion dich gleich nochmal anruft und ihr das besprecht, wann ihr in Kontakt werdet treten, irgendwie, wenn du zurück bist. Sehr gerne, Domian. Ja, dann wünsche ich alles Gute und eine gute Zeit während des Gehens. Danke sehr, vielen Dank. Auf Wiederhören. Dir alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Hier ist Patrick. Patrick ist 26. Guten Morgen, Patrick. Ja, grüß dich, Domian. Patrick, um was geht's bei dir? Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal angerufen und zwar ging es jetzt darum, dass ich von meinem Vater sexuell missbraucht worden bin und ich dann in ein Heim gekommen bin und dann mit 16 wieder raus und ich dann ein Jahr auf zwei später erfahren habe, dass mein Vater und der Lebensgefährte von meiner Oma sich an meiner Nichte sexuell Ich erinnere mich. Und da stand ein Gerichtsverfahren. Genau. Das war jetzt am 3. April. Genau, dann hatte ich zu dir gesagt, melde dich bitte nochmal, wenn das Gerichtsverfahren zu Ende ist. Genau. Lass uns ein paar Schritte zurück machen, vielleicht auch nochmal so als Auffrischung für die Leute, die sich nicht erinnern oder die nicht dabei waren. Dein Vater hat sich an dir vergangen. Genau. Wie alt warst du? Ja,
6, 7, 8, so um den Dreh. Mhm. Also es war kurz bevor ich dann ins Heim gekommen bin, bis dato war das. Und ja, wie viele Jahre insgesamt oder wie lange? Also es ging, ja, so 2,5 Jahre ging das schon. 2,5 Jahre. Mehrere Jahre, ja, ja. Mhm. Der Vater hatte dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Genau, genau. Ich musste halt sein Glied in den Mund nehmen oder er hat sein Glied halt bei mir in den After gesteckt und all solche Sachen. Wir halten nochmal fest, du warst ein kleiner Junge von 8 Jahren. Genau. Wie war damals die Position oder die Rolle deiner Mutter? Ja, sie hat, entweder hat sie es geschickt umgangen und hat so getan, als ob sie nichts wüsste, oder sie hat wirklich nichts davon gewusst oder auch mitbekommen. Was glaubst du denn eigentlich heute? Heute ist schwer zu sagen, nach dem, was alles in den Jahren vorgefallen ist, ist es wirklich schwer zu sagen, ob sie es geglaubt hat oder nicht. Mhm. Weil, ich sag mal so, ich bin ja dann aus dem Heim raus und bin dann erst nochmal nach Hause, weil klar, ich wusste nicht wohin. Mhm. Und dann mit 18,5 ungefähr bin ich dann von zu Hause ausgezogen und hab dann mit meiner damaligen Freundin erstmal gewohnt. Ja, und dann habe ich mich wieder getrennt, wie man das halt wieder teilt. Mhm. Kennt man ja. Und dann ist man nochmal nach Hause, ja. Die Sache mit dem Gericht und dass es eine juristische Beschäftigung mit der ganzen Sache gegeben hat, die hast du ja angestoßen. Genau, ich habe sie angestoßen. Zu was ist jetzt dein Vater verurteilt worden? Ja, er hat jetzt 7 Jahre Haft. Mhm. Und nach den 7 Jahren muss er, die haben das so ausgedrückt wie eine Sicherheitsverwahrung. Das heißt, er wird halt rund um die Uhr beobachtet und. Ja. War er denn geständig? Erst nicht. Er hat erst alles abgestritten. Nur nachdem der Richter dann angefangen hat und alte Geschichten ausgegraben hat, wo wir auch nichts von wussten, selbst meine Mutter nicht. Mhm. Also es muss wohl damals, kurz vor der Zeit meiner Mutter, muss wohl schon mal sowas gewesen sein. Da muss er wohl mit mehreren Freunden, müssen die wohl auch ein Mädchen sexuell missbraucht haben. Mhm. Daraufhin ist er ja auch 2 Jahre in Haft gewesen. Ach, er war schon mal in Haft damals? Er war schon mal in Haft. Das heißt, deine Mutter war auch vorgewarnt? Ja, das war so. Meine Mutter hat meinen Vater durch eine Briefanzeige kennengelernt. Da saß er. Und er hatte wohl aber erzählt, er sei im Gefängnis gewesen, so, weil ihn niemand angeschissen hätte wegen Fahren oder so. Solchen Sachen. Ach so. Und seid ihr im Gerichtssaal aufeinander getroffen? Ja. Wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Also, vor dem Gerichtssaal war am Toben. Also er hatte mir auch mit Schlägen gedroht und halt die ganzen Sachen. Von wegen, wenn ich wieder rauskomme, dann finde ich dich und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Und Ach, ihr seid halt vor der Gerichtsverhandlung vorher aufeinander gestoßen? Ja, wir mussten noch einen kleinen Moment warten und mein Vater war schon mit seinem Rechtsanwalt schon da und ich bin dann halt kurz vor der Verhandlung auch dahin gekommen mit meinem Rechtsanwalt. Und halt auch mit meiner Tante. Aber er hat dann im Gerichtssaal diese Drohung nicht nochmal wiederholt? Nee. Das nicht? Nee, ja. Nee. Und war er denn dann letztendlich geständig? Ja, nachdem man gemerkt hat, dass man zu viel Druck auf ihn ausübt, ja. Geständig und reuig? Reuig würde ich nicht sagen, ne. Was hat er für ein Bild vor Gericht abgegeben, wenn du es beschreiben solltest? Wenn ich es beschreiben sollte, mit meinem Wort jetzt? Mhm. Cool. Cool? Einfach nur cool. Mhm. So nach dem Motto, also keine Gefühlsregung? Nee. Überhaupt kein Ermessen, was er für ein Unheil angerichtet hat? Nee, ich sag mal so, ich bin ja sowieso, man würde jetzt sagen, auch von der Familie verstoßen worden, weil ich mich nicht für meine Eltern, sondern für meine jetzige Frau entschieden habe. Mhm. Und da hatte ich nämlich auch versucht, die Tage zu dem Thema anzurufen, Entscheidungen, die ich nicht bereut habe. Verstehe. Die Sendung ist gleich vorbei. Lass mich kurz fragen, bist du mit diesem Urteil, das jetzt gefällt wurde, einverstanden? Wie empfindest du das Urteil? Also ich bin eigentlich einverstanden. Ich meine, klar, es gibt Fälle, da kriegen die Leute mehr Haft, aber ich weiß für mich, ich habe jetzt zumindest meiner Nichte in dem Sinne geholfen, dass sie zumindest die nächsten Jahre erstmal da keine Angst mehr haben braucht. Und du hast verhindert, Patrick, dass er vielleicht über die Nichte hinaus noch bei anderen Kindern so etwas Schreckliches macht. Man weiß es ja nicht.
Ich finde sehr gut, was du gemacht hast. Ich finde das sehr mutig. Und vor allen Dingen, wenn man so einen Hintergrund hat, das ist ja schon sehr schlimm, was man dir angetan hat, dass du das so durchgezogen hast. Respekt, Respekt, Respekt. Danke, danke. Und ich freue mich, dass du noch angerufen hast und uns das erzählt hast. Jetzt muss ich mich leider verabschieden, weil die Sendung gleich rum ist. Ja. Lieber Patrick, alles Liebe und alles Gute dir und deiner Freundin. Ja, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. In der Technik heute Nacht, Gero Kuntermann. Und morgen heißt unser Thema Angst vorm Älterwerden. Habt ihr Angst vorm Älterwerden? Wie empfindet ihr Altwerden? Und so weiter und so weiter. Ich freue mich sehr auf euch und die Sendung morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht.